auch mit so einem Thema Digitalisierung oder Innovation oder auch KI, da kann man einfach mal drauf gucken und sich überlegen, ja, wo macht das dann jetzt wirklich Sinn? Ich glaube, dass man in Zukunft noch flexibler sein muss, dass man noch mehr wirklich lebenslanges Lernen leben muss. Der Webmotor ist natürlich nur ein kleiner Teil von dem Ganzen. Wir versuchen immer, unseren kleinen Teil quasi dazu beizutragen, indem wir einfach sagen, okay, wir holen Themen zu einem Themenkomplex zusammen und finden dann irgendwie heraus, ja, wie bringt man das den Leuten näher? Das ist gar nicht so einfach. Ein wesentlicher Aspekt heute ist, dass man eher agiler ist, dass man flexibler ist, sowohl im Unternehmen als auch die Bewerber. Also die Welt, sagen wir einfach, wird dynamischer. Gießen, Marburg, Wetzlar ist nun mal nicht Berlin, das muss man halt auch ganz klar sagen. Aber soweit ich informiert bin, haben wir eine der höchsten Studentendichten in Deutschland hier. Und das führt einfach dazu, dass man, glaube ich, ein gutes Umfeld hat zum Lernen. Und die Einstellungen, die wir hier getätigt haben, geben uns recht. Also die Mitarbeiter, die wir hier kriegen von der THM, von der Uni in Marburg, in Gießen, die sind alle spitzenmäßig ausgebildet und das ist das, was eigentlich auch mit den Erfolg des Unternehmens ausmacht. Also ich fand es eine ganz spannende Veranstaltung. Für mich war das erste Mal natürlich Personalrecruiting. Wir sind in Rauschenberg, da ist es noch nicht ganz einfach, gutes Personal, Fachpersonal zu finden. Und last but not least, künstliche Intelligenz. Was ich mir noch mehr wünschen würde, wer kommen sollte, das wären noch mehr Vertreter aus Firmen. Also die jetzt quasi sagen, okay, ich bin irgendwo in diesem Thema, nennen wir es Digitalisierung, damit muss ich mich befassen und ich muss mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken.